Es geht ganz schön schnell runter. Ich mach mal kurz Warp auf 1. Ja, okay, ich habe die Periapsis auch ein wenig gewählt. Aber mal gucken, wann das abbremst. Oder ob wir jetzt landen. Wir sind immer noch vor der Periapsis. Wir landen definitiv. Okay. Da das Ganze jetzt eh vergeigt ist, probiere ich mal was aus. Jo, definitiv vergeigt. Okay, Warp runter. So. Ich will nämlich einfach mal testen, ob wir mit der Stage hier oben es schaffen würden, nach Hause zu fliegen. Dann könnte ich mir das ganze Docken nämlich sparen. So, du geh mal dahin. Und der eine Fallschirm muss noch runter. So. Das heißt, wir bremsen jetzt ab, bremsen ab, bremsen ab. Immer noch ziemlich hoch. Aber gut, wir nutzen jetzt den Treibstoff in den Tanks, um abzubremsen, da wir ihn eh nicht brauchen. Da der gleich vom Boden zerschellen wird. Da. Um die Dumm. Sieht auch ein wenig irritierend aus, wenn man Vollgas gibt und trotzdem noch rückwärts fliegt. Aber gut. Hitze baut sich auf, kein Problem. Nicht vergessen, den Schub runterzunehmen, bevor wir die Stage abspringen. So. Okay. Okay, okay. So, Schub weg. Einmal umdrehen. Einmal Leertaste drücken. Decouple. Fallschirme an. Schuh. Komm schon. Schuh. Versuch den bisschen. Was zur. Ha. Ich glaube nicht, dass wir es ohne Antrieb wieder nach Hause schaffen. Also schön. Wir haben jetzt eine Andockstation auf Duna. Um zu tanken. Die steht nur falsch rum. Deploying. Ja, Kannibale. So hast du es auch nicht vorgestellt. Hm? Quick Load. Okay, okay. Es hat nicht funktioniert. Aber wieder was dazu gelernt. Wir wollen jetzt genau das machen, was ich vorher auch vorhatte. Gehen also wieder bis zur. Genau, bis zur Apoapsis hoch. Verringern die Periapsis, bremsen das Ganze ab und dann, ja, kein Rumgealber mehr. Auch wenn es lustig ist. Also bis gleich. So, da wäre er wieder. Also es ist jetzt nicht unbedingt rund. Unten ist die Periapsis bei 50.000, also stabil. Oben ist sie bei 685.000. Aber ich denke mal, das könnte zum Vorteil sein. Also wenn wir dann nachher starten und genau den Winkel hier finden, Gott verdammt. Ich habe wirklich nicht viel Vertrauen in meine Fähigkeiten, mit einem solchen Orbit zu docken. Ich wüsste nicht mal, wie ich ordentlich starten müsste, um so einen Orbit hinzubekommen. Normalerweise haben wir 90 Grad, also nach so. Das heißt, wir müssten dann gerade nach oben. Und dann wohin kippen? Nach vorne oder hinten, ne? Okay, also nicht D drücken, sondern W. Aber dann hätten wir so ein Orbit. Wir brauchen aber nicht so ein Orbit, wir brauchen so ein Orbit. Ja. Also ich denke, wir kappeln jetzt erstmal ab. Versuchen zu landen. Versuchen zu starten. Gucken, wie viel Treibstoff wir noch haben. Und dann fliegen wir eventuell so nach Hause, wenn das mit dem fitzigen Treibstoff passt, was ich stark bezweifle. Aber ja, erst einmal hier hingucken. Wie schaust du mit dem Treibstoff aus? Du hast noch was. Du brauchst nichts. Du brauchst was. Also du, out, out.
Opt-out. So, du hast schon da noch was. Ja, du, out. Und genau, voll. Sehr schön. Jetzt wollten wir das Ding aber für den Fall, dass wir doch docken wollen, so orientieren, dass es sich nicht durchgehend dreht. Also orientieren wir es mal. Sonne sucht Anhaltspunkte. Orientieren wir es mal zur Sonne. So, Gegensteuern. Ich steuere doch gegen, oder? Sieht nicht so aus, als wenn ich gegensteuern würde. Komm, bremst ab, du doofes Ding. So, jetzt habe ich abgebremst, aber ich gucke, wie ich vorkomme. Und bremst doch nicht so wirklich ab. Okay, das war der Plan die ganze Zeit über. Wir wollen mit dem Heck zur Sonne zeigen. Das ist nicht das Heck. Komm. Ah. Okay, yeah. Das sieht gut aus. Komm. Nicht nach da. Boah, das Ding hat so viel Schlagseite, das ist nicht mehr feierlich. Okay, RCS ganz kurz an. Warum stabilisierst du dich nicht, verdammt? So. Okay. Ja, mir reicht das. Stopp. Nicht doof drehen. Ah, sieht einigermaßen stabil aus. Okay. Das war ja nackt. So. Jetzt speichern. Die Kappel. Nicht den Antrieb, die Kappeln. Die Kappel. Einmal Leertaste drücken, damit die hier aktiviert werden. Ganz leicht. Oh. Nochmal Leertaste. Jetzt ganz leicht. So. Wir wollen das Ding nämlich nicht ins Trudeln bringen. Okay. Jetzt müssen wir nur runterfallen. Runterfallen kriegen wir hin. Sind wir sogar an der richtigen Stelle für. Wir müssen einfach nur hier. Gegenkurs. Und zwar so, dass das hier auf unter 20.000 kommt. Oh, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wo die vorherige Stage ist. Sonst fliege ich da gerade rein. Was nicht so toll wäre. Es geht gar nicht so schnell runter, wie ich dachte. Oh ja, die Triebwerke sind auch klein. Na gut, 30.000, 29.000, 15.000 oder so sollten es schon sein. Sonst wären wir nicht wirklich abgebremst. So. Ressourcen, Stage only. Okay, Warp. So. Puh. 16.000 Imperiaps ist gut. Sicht wechseln. Surface auswählen. Gegenkurs zu Surface. Ist da. So, da ist der Planet. Fallschirm nach da. SAS an, auch wenn er nicht so viel bringt. Und wir haben doch eigentlich ein Mini-SAS hier drin. Warum machst du nichts? Aber gut, nicht meckern, ist alles gut. Wir machen einfach Warp an und warten, dass wir jetzt von der Atmosphäre abgebremst werden. Und das müsste relativ sanft passieren, da wir ja eigentlich noch eine Umlaufbahn um Duna rum haben. Und die Apoapsis ziemlich hoch ist. So, erste Atmosphäre. Wir nehmen immer noch Fahrt auf, weil wir uns der Periapsis nähern. Das ist vollkommen normal. Und je näher wir der Periapsis kommen, desto schneller werden wir, bis wir sie überschreiten. Und während der ganzen Zeit reiben wir an der Oberfläche. Und jetzt gleich wesentlich mehr. Komm schon. Ich bin schon auf vierfach Warp, es geht nicht schneller.
Tanks sind zwangsweise fast voll. Und das sind kleine Tanks, damit kommen wir garantiert nicht nach Hause. Wir müssen irgendwie das mit dem Docken hinbekommen. Da graut es mir echt vor. Aber gut, 17. Wir kriegen wieder Höhe. Wir kriegen wieder Höhe. Wir sind dran vorbei. Okay, die Apoapsis ist abgesenkt, aber... Na gut, wir haben Geschwindigkeit verloren. Machen wir aber noch eine Runde. Gehen wir kurz mal überhaupt runter. Kann ich wieder höher gehen? Nein. Ich kann erst ab 30.000 Meter die anderen Warp anmachen. Das heißt, wir werden jetzt noch eine Runde drehen müssen. Und eventuell noch eine. Was dafür meine Geduld nicht so toll ist. Weil ich eigentlich endlich auf dem Mond landen will. Aber es ist für unser Treibstoffverbrauch super. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Weil was bringt es mir, ungeduldig zu sein, wenn es da nichts wird und ich dann noch mehr Versuche brauche? Also ja, 30.000. Können immer noch nicht höher. Achso, wir müssen erstmal ganz draußen sein. So, nö. 36.000? Okay, ich melde mich einfach wieder, wenn wir kurz davor sind, wieder in die Atmosphäre einzutreten. Also bis gleich. Und da wären wir auch schon wieder. Wir sind kurz davor, jetzt in die mittlere Atmosphärenschicht einzutreten. Also jetzt kann aus. Apoapsis hält sich wacker. Periapsis ist allerdings schon weg. Also wir stürzen auf jeden Fall ab. Und das ist eine tolle Nachricht. Yay, wir stürzen ab. Das muss nur noch kontrolliert sein. Das wäre echt toll. So. Geschwindigkeit ist dementsprechend schon einigermaßen runter und dürfte jetzt radikal weiter runtergehen. Denn wir sind jetzt in der blauen Atmosphärenschicht. Und wir sind immer noch ziemlich hoch. Also reißen dürfte da nichts. Hoffentlich. Strom ist okay, wir haben hier eine Menge Licht, ist alles gut. Wir landen im Hellen. Ja, tun wir. Ebenfalls gut. Alles gut. Jedenfalls bisher. 860 Meter die Sekunde. Das war alles ganz schön hügelig hier. Ich würde gerne da in dem Krater landen. Aber ich glaube, da rasen wir irgendwie dran vorbei. Na gut. Wie gesagt, kein Druck aufbauen. Ist alles gut. Wir werden immer langsamer. Wir fallen nicht besonders schnell. Wir haben immer noch unsere Fallschirme, wir haben volle Tanks, ist alles super. Selbst Kannibal wirkt einigermaßen, okay, angespannt. Zähne zusammenpressen ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Entspannung. 10.000 Meter. Wann machen wir die Fallschirme? Das ist jedes Mal die Frage. Ich würde sagen, bei 6.000. Oh, das sind ganz schöne Hügel da hinten. Aber ja, 6.000 klingt gut. Surface ist immer noch ausgewählt. 670 Meter die Sekunde, das ist immer noch ganz schön flott. Ich glaube, ich probiere es jetzt schon mit den Fallschirmen. Damit sie wenigstens ein bisschen hier noch abziehen können. Solange sie nicht reißen, ist alles gut. Solange sie nicht reißen, ist alles gut. Solange sie nicht reißen, ist alles gut. Komm schon, ich würde ja gerne da hinten hin. Dann habe ich noch mehr Zeit zum Runterkommen. Wir landen genau da in der Ecke und fallen dann runter, oder? 450. Komm, ein bisschen Gegenschub. Kann ich schaden. So, gleich ploppen die, gleich ploppen die, gleich ploppen die. Okay, 320. Komm schon, ploppt auf. Hohoho. Und nicht abgerissen. Nicht abgerissen ist gut. So, euch ausfahren. Wir sind verdammt weit unten. Schub, 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 schub. Mehr Schub. Butterweich und so. 6 Meter, 5 Meter die Sekunde, 3 Meter. Okay.
Warum machen die Fallschirme so einen Murks? Oh, aus. Huha, wir sind gelandet. Fast kein Treibstoff verbraucht. Wir sind da. Boah, Anspannung pur. Okay, abspeichern. Du, raus da. Spring. Flop. Und ab in die Kamera. In die Scheinwerfer. Yay, mit der Sonne im Hintergrund. Okay. Deswegen sind wir eigentlich nur hier, damit wir von dir ein Foto machen konnten. Jetzt würden wir gerne wieder zurück. Das ist echt komisch. Wir fliegen zum anderen Planeten. Das Einzige, was wir machen, ist, wir fliegen wieder nach Hause. Ich würde echt später mal Gesteinsproben oder so nehmen können. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Wir müssen jetzt wieder da oben hin. Okay, also hier rauf. Boink. Okay, vielleicht das Licht nehmen als Sprungpunkt. Nein. Können wir nicht durch die Andockklammer rein? Set as Target. Flop. Okay, geht nicht. Na gut. Also das hier klappt das. Das weiß ich. Das habe ich schon ausprobiert. Wir laufen hier rauf. Können wir da rauflaufen? Ja, können wir. Okay, wir laufen da hoch. Wir kippen das Ding jetzt nicht um. So. Hops. So, einpacken. Das ist doch dezent wichtig, dass wir die wieder einpacken. Reploy. Oder Repack, wie auch immer. So, jetzt muss ich auf die genaue andere Seite. Okay, wir hopsen jetzt von dem auf den da. Hops. Wow. So. Und grab. Grab. Und board. Okay. Also, wir haben die Parachutes wieder eingepackt. Abspeichern. Wir waren auf dem Boden von Duna. Jetzt würden wir gerne wieder nach Hause. Wo ist unser abgedocktes Ding? Das ist jetzt ein dezentes Problem. Das Ding zum Docken ist weg. Oh oh, mir schwant Übles. Es kann gut sein, dass das Ding zum Docken entweder auch einen Pod braucht oder so ein computergesteuertes Teil. Sonst taucht es hier gar nicht auf. Das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Na gut, aber wir werden so oder so nach Hause kommen. Wir fliegen jetzt einfach mit dem Ding so los wie normal auch. Also wir kippen nach 90 Grad und all das. Und fliegen so weit in Richtung Kerbin, wie es geht. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann schicken wir einfach eine zweite Rakete los, die den hier abholt. Das, ja, geht halt nicht anders. Okay, wir wollen jetzt wieder hoch. Das heißt, wir geben einfach... Wir brauchen eine neue Stage. Da müssen die hier alle rein. Das heißt, wir geben jetzt einfach Schub und kippen weg, richtig? Richtig. Und zwar kippen wir nach da weg. Jo. Alles sauber, alles gut. So. Ist noch ziemlich steil, aber ist vollkommen okay. Oh, machst du jetzt so ein Schlackermanöver? Ich hasse dieses Ding. Race. Und dieses Ding meine ich, diese Stage hier oben. RCS an, SAS an. Komm, wir brauchen jetzt eh nicht mehr den RCS-Fuel. Wir schlackern immer noch. Okay. Anwinkeln. Gucken, was die Apoapsis macht. Das sieht nicht aus wie unser gewöhnlicher Winkel. Okay. Schub aus. Warten. Das ist absolut nicht unser normaler Winkel.
Okay. Warp bis dahin. Und dann einfach weg. So, 1 Minute, 40 Sekunden. So. SAS aus, RCS aus. 90 Grad. Schub. So. Mal gucken. Das reicht definitiv nicht bis nach Hause. Das reicht gerade mal bis nach Duna Umlaufbahn. Duna sehr komische Umlaufbahn. Das ist echt sau schwer auf Duna zu landen und wieder zurückzukommen. Ich hätte mir für die zweite Staffel irgendein anderes Ziel stecken sollen. Sowas wie... keine Ahnung. Lande auf Icke, nachdem du auf Duna gelandet bist. Nach Hause gehen? Wer will da schon? Das wäre ein schönes Ende für die zweite Staffel gewesen. Ha. Na gut. Haben wir gleich eine Umlaufbahn? Ja, doch. Wir fallen nur schon wieder runter. Jetzt müssen wir ein bisschen höher gehen. So, Apophis kommt hinterher, das ist gut. Geh vor uns, geh vor uns, geh vor uns. Ey, yo. Und Periapsis müsste auch demnächst auftauchen. Oh, schön kurz halten. So. Das ist absolut nicht wie unsere gewohnte Umlaufbahn. Also um Kerbin. So, 50.000, 50.000 wäre schick. Einmal rum. Oh, in Warp 4 physikalischem Warp. Nee, das tue ich euch nicht an. Kann ich von hier aus irgendwo unser verdammtes anderes Raumschiff sehen, wo die Tanks drin sind und die Atom-Engines und überhaupt? Nö, wenn wir das auch super duper klein. Ah, ist jetzt echt frustrierend. Aber gut. Karte auf. Ich werde jetzt diese Umlaufbahn noch zu Ende machen. Also, dass das 50.000 ist und das 50.000. Danach versuche ich das so zu kippen mit unserem Treibstoff, dass es auf derselben Ebene ist wie die Icke-Umlaufbahn um Duna. Nur halt wesentlich näher dran. Und dann fliege ich mit genau derselben Rakete. Nicht ganz genau derselben Rakete. Mit einer ähnlichen Rakete, wo halt die ganze Stage hier fehlt. Genau, wo die ganze Stage hier fehlt und stattdessen irgendwo an der Seite so ein Roboter-Cubicle dran ist, der das Ganze steuern kann. Mit der Rakete fliege ich dann hier hin und versuche ebenfalls auf diese 50-50 Umlaufbahn auf der Höhe von Icke um Duna rumzukommen, um dann mit dem Ding hier zu docken. Damit wir unseren Jungen endlich nach Hause bekommen. Das ist der Plan. Ich weiß noch nicht ganz, wann ich mich wieder melde. Also es kann sein, dass... jetzt ein Cut kommt und dann, hurra, wir sind kurz davor zu docken. Es kann aber auch sein, dass irgendwas Interessantes unterwegs passiert und dann melde ich mich natürlich zurück. In dem Sinne, bis gleich.